so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. So, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch mal vor, womit ich jetzt diese MAI-Videos drehe. Das ist unter anderem nämlich, ich habe da mehrere Sachen. Ihr kennt die Anfangsvideos von meinen MAIs und das hier habe ich bei eBay gekauft oder über eBay bezogen und habe einen Zehner dafür bezahlt. Das ist ein originales Mess-Tray, so nennt man die, also Mess. So, Kantinentablett. Das ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Steve 1989, MAI-info.com verwendet das auch. Ich habe das da mal gesehen und habe dann mal US Mess Tray eingegeben bei eBay und habe das hier bekommen. Das hat schon einige Spuren, ja. Ist auch total verkratzt. Hier ist es verbogen. Aber das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass dieses Mess-Tray oder Kantinentablett eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, wo das schon überall war. Wahrscheinlich nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern ja, wer weiß, vielleicht auch in Korea. Ja, also ein Zehner für das Tablett ist einfach klasse. So, da haben wir hier jetzt eins. Das ist aus Melamin. Also dem Kunststoff Melamin, der ist so ähnlich wie Bakelit, könntet ihr auch bei Wikipedia eingeben. Der ist von 1979, der ist nämlich da unten, da ist der gestempelt, 1979. Der wird wahrscheinlich benutzt sein, ja. Ob, weiß ich nicht. Aber interessant wäre es, wo der schon überall gewesen ist. Aber ich weiß jetzt auch im Augenblick nicht, in welchen Kriegen Amerika gesteckt hat, Ende der 70er. Ich denke, da war Vietnam schon vorbei. Genau weiß ich es nicht, ich habe nämlich nicht geguckt. Dann haben wir aus Melamin, ja, allerdings farblich anders als das Mess-Tray, einen ja, Getränkebecher. Der ist, ich weiß nicht warum, hier so, vielleicht war das von der Gussform her nicht anders zu machen. Der ist von 1961. Mal gucken, ob die Kamera das anfangen kann. Da. 1961. Sieht zwar aus wie eine 4, ist aber keins. Das ist von der Seite eine Reflexion oder ja, von dem Melamin. Also 1961. Dann haben wir hier ein Schälchen. Das ist von 1960. Auch aus Melamin. Wie die Dinger erhalten sind. Ob das Fake sind, glaube ich nicht. Ja. Dann haben wir hier noch einen Becher, der ist von 1971, der ist also aus der Vietnam-Ära. Dann haben wir hier noch einen Farbeinschluss, denke ich, hier auch. Ja, hier ist auch ein bisschen uneben. Tablett hat, glaube ich, ein 20 gekostet und die anderen drei 30. Das war es mir wert. Ich meine, damit hat man so ein Stück Geschichte. Finde ich zumindest. Ja, und warum ich euch das Video oder für euch das Video gemacht habe, ist, ihr werdet die wohl demnächst öfters sehen. Diese ja, US-amerikanischen Kantinen-Teile. Und bevor mich jemand fragt, wo hast du das her oder was ist das für eins? Habe ich schon gedacht, mache ich mir erstmal das Video. Oder euch. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wie immer, tschüss Madiot, schwenkt tot, tschüss vorab und schwenkt die Kapp.